Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Yeah. So, endlich darf ich wieder aufnehmen. Ist schon eine Zeit her, da wir die anderen Parts gemacht haben. Aber jetzt da muss ich wieder, darf ich wieder spielen und aufnehmen, und ihr dürft dabei sein. Ich bin sehr froh darüber. Was machen wir denn heute? Ich würde sagen, wir schauen mal in die Quest rein. Wenn ich sie anfinde. Das war natürlich falsch. So, Logbuch. Was haben wir noch auf Dakarigua zu erledigen? Horas möchte ich nicht verraten, ganz ehrlich gesagt. Was interessant wäre, könnten wir uns vielleicht den Schatz anschauen. Der Schatz im Totenland von Dakarigua. Schauen wir doch mal, wo der denn sein könnte. Was war denn das jetzt? Wo der sein könnte. Boah. Können wir darüber schwimmen? Ich hoffe, dass wir darüber schwimmen können. Ich bin gewillt, das mal anzuschauen, ganz ehrlich. Schauen wir uns das mal kurz an. Wenn es zu viele, wie soll ich sagen, wenn es zu starke Gegner gibt, lassen wir es sein. Wenn es machbar ist, dann holen wir uns den Schatz. Was wir haben, haben wir. Das ist halt nur die Frage, ob ich da wirklich so mit rüberschwimmen. Ob das so gehen kann. Müsste eigentlich. Müsste. Ich werde zwischendurch wieder noch etwas husten. Das spüre ich schon, dass ich husten muss. Nehmt es mir bitte nicht übel. Ich war jetzt eine ganze Woche krank. Mhm. Oh, arme Zocki. Ja, arme Zocki. Ich habe echt, also ich bin das Kranksein nicht gewöhnt. Wirklich nicht. Das letzte Mal war ich vergleichsweise so krank, und das ist keine Lüge. Als ich so um die 6 Jahre alt war, als ich damals noch Angina hatte, war ich vergleichsweise so krank. Das sind einmal Spinnen hier, ne? Oh, Backe, Kuchen. Und ich, also mir ging es echt, also wirklich, also für mich fühlte es sich sehr schlecht an. Ich hatte Fieber, Halsschmerzen, extreme Halsschmerzen sogar. Der Hals war so entzündet, dass er sogar schon offen war. Zocki, das wollen wir nicht hören. Okay. Okay. Okay, das sind, okay. Ich versuche mal drum herum zu schwimmen. Wir können ja ein bisschen schneller schwimmen. Achso, das geht gar nicht. Kann man hier hoch? Kann ich vom... Okay. Ich glaube, das wird auch nicht klappen, ne? Ich dachte nämlich, wenn ich jetzt das geschickt... ganz geschickt mache mit dem Papageienflug, könnten wir es probieren. Hey, Zocki, du lernst ja dazu. Ich probiere es mal mit dem Papageienflug. Ich bleib hier. Jo, bitte. Warte mal, Stickel. Boah. Boah. Wir sinken. Ich muss mir nur ein sicheres Plätzchen suchen. Ich vermute, dass der hier sein wird, ha? Huh? Auf jeden Fall ist es ein Teleporter, glaube ich. Es hört sich so Teleporter-mäßig an. Boah, das sind Gegner. Leck mich am Arsch. Und da wäre er. Ich probiere es mal. Ich probiere das jetzt mal. Der Papageienflug ist so geil. Weil die Kreaturen, da können wir noch später auch noch wegputzen. Das wäre jetzt nicht das Problem. Goldbärle, Jagdhorn.
Also Gold wert 50, ein gut gearbeitetes Jagdhorn, ziemlich wertvoll. Und Schädelbecher, ein Relikt aus einer anderen Zeit und ist 60 Goldstücke wert. Ja, passt. Die Firma dankt. Jetzt ist es aber so. Das speichern wir jetzt mal. Jetzt ist es aber so, ich höre hier einen Teleporter. Ich glaube, ich vertue mich da jetzt nicht. Die Frage ist nur, wo ist der? Wir haben eh gespeichert, jetzt ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Ich könnte mich halt aber auch täuschen, ne? Vielleicht da drüben. Wir haben eh genug Papageienflüge. Ich bleib hier. Bah, bei uns! Wo kommt der jetzt her? Es könnte aber auch generell das Geräusch so sein, ne? Es wäre schon cool, wenn wir hier einen Teleporter hätten. Jetzt ist es weg. Das heißt, es ist mir da drüben. Das will ich jetzt herausfinden, das will ich wissen, weil wenn wir das Glück hätten und die wären Teleporter, können wir rucki-zucki wieder hierher zurück und können dann bei passender Gelegenheit einfach mal hier die Meute ausrotten. Da wäre sogar noch eine Kiste. Ich habe Angst, wenn ich mich da jetzt zurückverwandle. Ich meine, wir haben eh gespeichert. Ah, die ist ja verschlossen. Kann ich nicht sehen, ob ich genug Talent habe, aber wahrscheinlich nicht. Das hört sich aber echt komisch an. Wo könnte denn? Es wird aber auch nicht lauter, ne? Könnte aber auch natürlich sein, dass das Ganze nur jetzt eine Täuschung ist. Und sich einfach so anhört, weil wir hier in diesem Schattengebiet sind. Aber normalerweise war das bisher immer so ein Zeichen dafür, dass es hier einen Teleporter geben muss. Das wäre nämlich echt cool gewesen. Aber vielleicht ist es auch nur die Schädelhöhle, die wir hier hören. Das könnte es nämlich auch. Kann man die looten? Nö. What the fuck? Schattenlord. Aha. Okay, ich glaube, da sind wir noch ein bisschen zu früh. Ich glaube, da sind wir ein bisschen zu früh. Boah. Da sind aber viele verreckt. Spoiler! Ja, ich glaube, hier gibt es keinen Teleport. Das hört sich nur so komisch an. Finde jetzt schon schade. Ich hätte mich jetzt echt gefreut auf so einen Teleporter.
Weil einen Stein hätten wir ja. Ah, könnte aber auch da oben gewesen sein. Warte mal. Ich flatter mal kurz dahin. Da ist jemand. Roscoe. Na, großartig. Ah? Es wird wieder lauter. Wow. Nee, nee. Schaut nicht so aus. Dann werden wir nochmal zu diesem Roscoe rauffliegen, würde ich sagen. Oder raufgleiten, wie auch immer. Da habe ich, glaube ich, Pech. Was wurdelt? Also was summt denn dann hier so? Ich würde mir aber echt in den Arsch speisen, ne, wenn ich den übersehen hätte. Den Teleporter. Es müsste halt auch ein bisschen ein ruhigeres Plätzchen sein. Für den Teleporter. Nicht unbedingt mitten in der Scheiße. Ne? Also wie es ausschaut, ist da wirklich nichts. Finde ich jetzt echt schade. Also zum Roscoe fliegen wir noch rauf nochmal. Mit dem quatschen wir noch. Wir haben eh noch genügend Papageienflüge. Und dann hoffe ich mal, dass der für uns eine Quest hätte. Oh, es ist übrigens Mittag. Hä? Das kann unmöglich sein. Kann es nicht 2 Stunden verdrödelt haben? Es war ja erst 10:30. Hä? Na, das stimmt nicht. Warte, ich verwandle mich zurück. Hallo! Ah, da bist du ja endlich. Hab schon nicht mehr mit dir gerechnet, alter Sauhund. Sauhund? Kennen wir uns? Ich kann auch wieder gehen. Kennen wir uns? Kennen wir uns? Klar, du bist der Typ aus meinen Träumen. Ach, kein Interesse. Jetzt mach dir mal nicht ins Hemd, so war das nicht gemeint. Ich bin Roscoe, der Mann, der dich reich machen wird. Unser Aufeinandertreffen ist ein Zeichen. Die Toten wollen es so, glaub mir. Die Toten sprechen mit dir. Wah, das hat mich bei uns erschreckt. Hey, aber der kann einfach so durch die Monsterhorden laufen, der bullt nix. Sowas hätte ich gern. Vielleicht muss ich auch, was ist er eigentlich, ein Toten? Schamane, Beschwörer, irgend sowas? Ja, ne? So läuft das. Die Toten sprechen mit dir. Hast du keine Angst vor den Schatten? Du willst mich reich machen? Wie stellst du dir das vor? Die Toten sprechen mit dir? Die Toten sprechen mit dir? Ja, Mann, mein alter Herr, wenn du es genau wissen willst. Der war mal eine große Nummer bei den Piraten. Und jetzt labert er mich in meinen Träumen zu. Er hat mir auch gesagt, dass jemand kommt und mir helfen wird. Und dieser Typ ist, genau, du. Wer ist dein Papa? Hast du keine Angst vor den Schatten? Hast du keine Angst vor den Schatten? Nein, ich verlasse mich ganz auf mein Glück. Außerdem kann ich mir bald eine Armee leisten. Möchte mal sehen, welches Biest sich dann an mich herantraut. Und im Moment bist du ja hier. Wer soll uns da noch gefährlich werden? Da glaub ich, bin OP. Ja, genau. Du willst mich reich machen. Wie stellst du dir das vor? Du willst mich reich machen? Wie stellst du dir das vor? Ich teile mit dir meinen Schatz. So einfach ist das. Alles, was du dafür tun musst, ist mir bei der Schatzsuche zu helfen. Ich sag dir, da sind sicher 5000 Goldstücke für dich drin. Oh Gott, das wäre geil. Das klingt zu gut, um wahr zu sein. Wo ist der Haken? Ja, das klingt zu gut, um wahr zu sein. Wo ist der Haken? Ja. Kein Haken. Bin doch keiner dieser Trottel von der Inquisition. Deren Geschäfte stinken bis zum Himmel. Aber dieses hier ist lupenrein. Darauf hast du mein Wort. Auf Ehre und Gewissen. Also was ist jetzt? Bist du dabei oder nicht? Warte kurz. Wir speichern. Wenn wir jetzt durch die ganze Monsterhorde da laufen müssen, kann ich mir getrost einsagen lassen. Weil die schafft man nicht.
Führ mich zum Schatz. Führ mich zu deinem Schatz. Endlich wird mein Traum Wirklichkeit. Ich sag dir, bald schwimmen wir in Goldstücken. Wir können uns die schönsten Sachen... Ja, ja, jetzt lauf schon los. Gut, pass auf, dass uns keines dieser Schattenviecher in den Rücken fällt. Auf geht's. Also, ja, rennt genau runter. Ich glaube, ich kaufe mir erstmal eine dicke Residenz. Und einen Gouverneurstitel. Natürlich braucht ein Gouverneur auch ein eigenes Schlachtschiff. Mit richtig vielen Kanonen, die ordentlich Krach machen. Scheiß Schatten, das kannst du laut sagen. Ja, der labert uns da mal zu, ne? Ist kein Problem. Boah. Ja, rennt ihr genau in die Richtung. Ja, ich glaube, wir werden verrecken, aber schauen wir mal, ne? Du, das sind drei. Alter, du Trottel. Wo bleibst du? Der pullte noch, wenn es so weitergeht. Kommst du? Mir bleibt die Luft weg, echt. Kommst du? Wenn du hier verloren gehst, zieht niemand deinen Arsch aus der Schlinge. Ja, danke. Du hast wohl eher den Kopf. Kopf, Arsch. Bei manchen Menschen ist das doch das Gleiche. Wo kommst du jetzt her, du Scherge? Zwei Schergen. Hoffentlich kommt der Fette nicht auch noch. Weil dann sind wir erledigt. Ich sollte ein bisschen zurückgehen. Ui! Apropos zurückgehen. Mal was trinken? Hat das hingehauen? Ich glaube nicht, oder? Er ist ja nur Fusel, glaube ich, ne? Warum sind da jetzt so viele? Au. Okay. Bei uns ist hin. Oh Gott, Spinne. Ja, das hat sich ausgezahlt. Warte. Wir laden sofortigst. Das ist zu viel. Besser aufpassen. Ich habe keine Ahnung, wie die jetzt gepult worden sind. Ich weiß es nicht. Ob es jetzt der Kleine alleine war oder ob ich jetzt schuld bin. Oh Gott. Fühl mich zu deinem Schatz. Fühl mich zu deinem Schatz. Endlich wird mein Traum Wirklichkeit. Ja, ja. Halt die Kusch. So, also, gehen wir. Ich werde jetzt müssen wahrscheinlich nach jedem irgend so ein Saufiech speichern. Das heißt, ich brauche ganz dringend einen Reservespielstand, nur für sowas. War eh nur eine Frage der Zeit. Ich will aber das gerne versuchen. Ich will gerne das Gold haben, weil wir es brauchen auf alle Fälle. Es wird schwer, gar keine Frage, aber es springt halt echt was für uns raus, ne? Ja, warte kurz. Also, wir speichern. Wir machen einen neuen... Bitte, ja. Und zwar Reserve. Reserve 1. So. Das passt schon mal. Kommst du? Alter, da geht der Sturm. Bist du gescheit. Wir haben gerade wieder so ein richtiges Sturmproblem. Warte. Bleib mal stehen, Kleiner. Alter, da wird es wieder einige Bäume umhauen. Das hatten wir jetzt schon die ganze Woche, wo ich jetzt krank war. Immer fort geht der Sturm. Es ist schrecklich. Fetti, geh weg da drüben. Geh spielen. Da unten ist ein Sandhaufen. Und Gatsch und Schlamm. Geh runterspielen. Hallo? Alter. Ey Mann, schleich dich. Bleib jetzt echt da stehen. Na, den dürfen wir auf keinen Fall pullen. Jetzt sind wir fertig. Auf alle Fälle fertig. Ist ja klar, dass mich jetzt reinscheißt, ne? Gehst du weg? Alter! Tja, was macht man jetzt? Sollen wir es probieren, den umzuhauen? Ah, oder geht er jetzt? Na. Probieren wir es halt, ob wir zu dritt schaffen. Ich befürchte nicht. Wo bleibst du? Ja, wo bleibst du? Los, setzen wir ein paar Kehlen auf. Ich befürchte, dass wir den nicht schaffen werden.
Oder vielleicht doch. Mit viel Glück. Ich sehe nichts. Da sind Äste und Zweige im Weg. Immer fester drauf. Unser Glück ist, dass er nicht weiter ausweichen kann. Dass er gerade in der Wand festhängt. Ich hoffe, dass wir ihn looten dürfen. Also falls er was hat für uns, ne? Ein bisschen noch. Einmal noch. Jawohl! Mehr noch. Nochmal. Wow, das war knapp. Hui. Okay, und sofort speichern. 400 Punkte. Alter, also wirklich, gell, ne? Ich überreiz das schon ein bisschen. So. Was, du Idiot? So, mal schauen, ob wir jetzt da heil wegkommen. Wenn du hier verloren gehst, zieht niemand deinen Arsch aus der Schlinge. Ja, ja, ist mir schön. Den Kopf. Kopf, Arsch. Bei manchen Menschen ist das doch das Gleiche. Was macht denn jetzt der Trottel? Okay. Solange es nur zwei sind, geht's ja. Passt. Solange es nur zwei sind, haben wir noch eine Chance. Passt, dann haben wir ausgeschalten. Bei uns hat noch... Wow, gut reagiert. So. Immer schön feste drauf. Dann haben wir eine gute Chance. Boah. Ja, passt. Das ging gut. Mir geht gerade ein bisschen die Pumpe. Ich bin wahnsinnig, ja, ja. Aber ihr kennt es ja von mir. Ja, gleich. Ich muss noch schnell was essen. Das wird nämlich uns den Arsch retten, hoffe ich. So, nochmal auf Reserve speichern. Ich hoffe, dass das kein Fehler war, diese Quest. Hui. Los jetzt. Ja, ja. Schau du lieber, dass du nichts mehr pulst, du Zipfelklatscher. Ja, und jetzt? So, da sind wir. Ich sehe hier keinen Schatz. Natürlich nicht. Die Dinger sind meist verbuddelt. Hier, nimm diese Karte. Damit geht die Suche leichter von der Hand. Ach ja, und eine Schaufel wirst du natürlich auch noch brauchen. Kannst meine haben. Und wenn du den Schatz gefunden hast, nimm so viel an dich, wie du tragen kannst. Aha. Großartig. Scheint es jetzt nix. Alter. Was haben wir da Schönes? Ja, wie klar, rostige Gabel, ne? Fängt ja schon geil an. Die steckt sich niemand freiwillig in den Mund, Mahlzeit. Fängt ja schon... Oi. Ja, das habe ich befürchtet, dass mir die Spinne da pullen werden. Alter. Alter. Oh, es geht. Alter. So. Ja, das kannst laut sagen. So, mal wieder speichern, ne? Die erste Truhe hätten wir ja schon. So. Ich habe irgendwie das Gefühl, das war keine gute Idee. So, wo haben wir den nächsten? Das nächste Kreuz. Auf der Karte soll ich schauen, ne? Dann gucken wir mal. Da würde ich sagen, die Queste. Ist die herausen? Hälfte wert. Dakarigua wahrscheinlich. Na? Was? Nur die Hälfte wert? Nein. Reich der Schatten ist auch falsch. Neue Verbündete, Anhänger der Magie. Hä? Wo ist die Quest hin? Naja, dann halt. Die bringt uns auch nichts. Vielleicht muss ich Inventar schauen. Und der Blunder vielleicht?
Die Schatzkarte. Seeschlachten, bla bla bla, Schaufel, Bauplan, Spitzhacke. Na, falsch, richtig, egal. Truhenschlüssel, rostiges Gabelchen. Ja. Die Karten bringen uns an Dreck. Benutzbar, da wird es auch nicht drin sein, oder? Weil das ist ja... Na. Vielleicht legendäre Gegenstände? Zielscheibe. Nein. Nee, nee. Das ist echt komisch. Wurscht. Egal. Wie werden wir das Kind schon schaukeln? Irgendwie. Wir haben eh gespeichert. Wird wohl möglich sein, das irgendwie zu schaffen. Ich könnte auch wieder den Papageienflug nutzen. Das wäre vielleicht eine Idee. Den Papageienflug nutzen und schauen, ob es noch mehr von diesen Kreuzen gibt. Oder ich muss zuerst mit ihm reden und sagen, es war mal nur eine Gabel. Ja, genau. Beinhard richtig. In der Schatztruhe war nur eine rostige Gabel. In der Schatztruhe war nur eine rostige Gabel. Eine rostige Gabel? Zeig mal her. Verdammt, das ist ja meine. Alter. Ich, habe wohl die Karten vertauscht. Hatte mich schon gewundert, warum mir der Platz hier so bekannt vorkommt. Warum versteckst du eine Gabel? Warum versteckst du eine Gabel? Na, ein echter Pirat muss doch was vergraben. Und die Gabel war das Einzige, was ich entbehren konnte. Aber verschwenden wir keine Zeit. Hier, das hier dürfte die richtige Karte sein. Am besten gehst du schon mal vor und versuchst, den Schatz zu heben. Du kommst schön mit. Ohne dich bin ich eh schneller. Du kommst schön mit. Du kommst schön mit. Lass mal gut sein. Ich muss mich erst einmal ausruhen. Verwossen. Der Sand in den Stiefeln. Da macht selbst der stärkste Oger schlapp. Komm einfach zu mir zurück, wenn du ihn gefunden hast. Mit der Karte im Gepäck sollte das nicht lange dauern. Dann machen wir halbe halbe, wie abgemacht. Der kehrt auch quatscht. Der kehrt so richtig vermöbelt. Gut. So richtig mal eine ist, zack, Kopfnuss. Verstehst? So, haben wir jetzt da das Richtige. Hier, getrennte Wege. Auf der Karte markieren. Die ist jetzt da hinten. Da wird sich jetzt aber der Papageienflug schon wieder rendieren, ne? Wir haben noch 13 Stück. Okay, wir werden einmal speichern. Und ich setze tatsächlich den Papageienflug ein. Gut, ich bleib hier. Ja, bis nachher. Ich habe jetzt die Richtung vergessen. Ich glaube darüber irgendwie. Flatter, flatter, flatter. Es ist einfach nur unglaublich, oder? Es war so klar. Der Part ist auch gleich zu Ende. Wäre echt cool, wenn man das finden könnte. Würde. Jetzt muss ich da ein bisschen langsamer machen, dass ich das Kreuz nicht übersehen, du. Ah, hier ist es. Ah ja, nehmen wir ein Skelett, ist eh klar. Dann würde ich sagen, ich bleib mal kurz hier. Oh. Das war zu wenig weit. Au. Bei uns, ich könnte Hilfe brauchen. Ah, es ist nur ein Skelett, die also geht eigentlich. Ah, bei uns wird eh klar angestiefelt kommen und uns helfen, hoffe ich. Da ist er schon. So, jetzt haben wir gute Chancen. Geht aber eigentlich, muss man sagen. So, passt. Und weg mit dir, du Mistviech. So. Dann schauen wir mal, ob uns das hier weiterbringt. So. Wusch. Wusch.
Scheiße, sind jetzt 3 Goldstücke drin. Alter, und? Handspiegel. Warte, war das nicht so ein seltener Schatz? Na, überhaupt nicht. Ich habe mich vertan. Goldwert 6. Das ist unglaublich. Wer ihn in der Hand hält, kann sich darin spiegeln. Der Typ tut uns nur verarschen, ey. Ey, was für ein Mistkerl. Voll verarscht, hey. Richtige Drecksau. Echt, muss man wirklich sagen. So, was soll er machen? Naja, Schweinehund, ne? Er hat's ja gesagt. Sauhund, so. Ja, da hat er sich selber gemeint, offensichtlich. Und ich würde sagen, wir machen im nächsten Part weiter. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!